Hallo und herzlich willkommen zur Q&A-Session im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und heute mit der Frage, ich habe mich verloren, wie finde ich mich wieder? Und diese Frage ist von Martina. Und die heutige Folge möchte ich genau damit beginnen und sagen, ich möchte hier erstmal einen Unterschied klar machen. Es gibt manchmal, zum Beispiel wenn man in Depressionen ist, Situationen, da hilft ein Coaching nicht, da muss man in Therapie gehen. Wenn dieses Gefühl von Angst und Attacken und ich habe mich verloren zu groß ist. Und da hilft auch das Hören einer Podcast-Folge nicht, sondern da muss ich mit einem Experten von Angesicht zu Angesicht arbeiten und sich das zuallererst mal fragen, wie schlimm habe ich mich verloren? Wie sehr ist mein Leben, mein Alltag, kann ich den auch nicht mehr leben, weil ich zum Beispiel in einer Angststörung bin oder in diesem, ich habe mich verloren, gefühlt, ich kriege nichts mehr hin, ich komme nicht mehr hoch. Weil Depressionen zum Beispiel, nur um das kurz vorwegzunehmen und anzugreifen, bevor ich, wenn du für dich gesagt hast, ah nee, so ist es nicht, aber mich wird das andere interessieren, ich habe mich verloren, weil wir hatten die Woche schon die Folge im Podcast zum Thema Abgrenzung und Verschmelzung und da würde ich gerne mehr reingucken, dann ist die heutige Folge für dich genau richtig. Aber um das abzuschließen, bei Depressionen zum Beispiel wird die Amygdala, die auch für die Verarbeitung der Emotionen zuständig ist, wird einfach abgeschaltet, die schrumpft, weil irgendwann im Leben was passiert ist, was emotional zu krass war und man dann eben der Körper von alleine diesen Riegel vorgeschoben hat, um zu sagen, das ist die einzige Methode, um mich hier zu schützen. Und da muss man mit anderen Methoden ran, vor allen Dingen nicht nur durch das Podcast hören, sondern in anderen Bereichen. Aber wenn du für dich sagst, ach ja, genau das Thema, ich bin zu sehr verschmolzen oder ich fühle mich irgendwie lost, ja, ich kriege meinen Alltag hin, aber ich weiß nicht so recht, was ich hier soll oder ich spüre, dass ich Verbindung zu meinen Emotionen irgendwie verloren habe und würde da gerne die ersten Schritte unternehmen. Dann ist die heutige Folge nämlich genau für dich richtig, denn ich werde dir hier heute 4 Schritte noch mitgeben, die du einfach und alleine für dich auch ausprobieren kannst, machen kannst, um zu sagen, ah super, das ist schon mein erster Ansatz, hier habe ich Hilfe gefunden, ich weiß, mit mir ist alles okay, ich bin nicht kaputt, das ist nämlich das Allerwichtigste, wir sind nicht kaputt. Auch wenn wir zum Beispiel eine Depression oder sowas haben oder Panikattacken, wir sind nicht kaputt. Unser Körper hat die ausgelöst. Unser Körper kann auch da wieder rauskommen, nur wir brauchen eben dabei Hilfe. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Also, und um vorwegzunehmen, wenn du auch das Gefühl hast, du hast dich verloren, dann ist meine allererste Botschaft an dich, mega, du nimmst wahr, dass du dich verloren hast. Also hast du dich ja noch nicht komplett verloren. Das heißt, du spürst ja noch etwas. Und der allererste Schritt ist, und den machst du gerade perfekt, wenn du in diesem Stadium bist, einfach sehen, was ist. Für dich einfach wahrzunehmen, hey, ich habe gerade eine Phase in meinem Leben, die ist voll anstrengend, weil ich weiß nicht so richtig, wo ich hier bin oder ich bin in einer Neuorientierung und vielleicht hast du auch super viele Dinge gleichzeitig gerade um dich herum verändert. Neuer Job, neuer Partner oder kein Partner, bist umgezogen, bist woanders und es sind ganz viele Dinge und du merkst so, irgendwie habe ich mich verloren. Oder du merkst so nach einer Zeit, weil du in eine Richtung die ganze Zeit gegangen bist und sagst, was mache ich eigentlich? Irgendwie fühle ich meine Lebensfreude nicht. Irgendwie spüre ich gar keine Begeisterung und du erinnerst dich zurück an Zeiten deines Lebens, wo das mal anders war. Und da erstmal anzufangen und dich zu sagen, hey, du siehst, was ist. Du merkst, etwas ist nicht so, wie es sich für dich gut anfühlt. Du bist irgendwie nicht in deiner Kraft. Und das ist der allererste Schritt. Alleine, dass du das wahrnimmst, heißt, du hast den Kontakt zu dir ja noch nicht verloren. Und da wirklich erstmal hinzuschauen, sehen, was ist. Oder trickst dein Gehirn sich gerade aus und ist eigentlich alles gut, nur du fokussierst dich auf die falschen Dinge. Und schau deswegen erstmal wirklich dir an, was ist in den verschiedenen Lebensbereichen. Zum Thema Gesundheit. Was ist da gerade bei dir? Zum Thema Partnerschaft. Was ist da gerade bei dir? Und noch nicht dich fragen, okay, was hätte ich denn gerne? Sondern erstmal festhalten, was ist da gerade bei dir? Zum Thema Job. Was ist da gerade bei dir? Zum Thema Wohnort. Zum Thema Hobbys. Zum Thema Freundschaften.
zum Thema Spiritualität, zum Thema Geld. Was ist in diesen einzelnen Bereichen? Denn Klarheit zu bekommen bedeutet auch erstmal nicht über alles pauschal zu sagen, ich habe mich verloren, bums, das war's. Und dann habe ich das über alle Lebensbereiche, sondern zu gucken, betrifft das wirklich alle Bereiche? Oder betrifft es nur einen Teilbereich? Zum Beispiel, ich habe mich verloren, was das Thema Freundschaften angeht. Weil ich so viel arbeite, ich habe mich in der Arbeit verloren. Und dann zu sagen, ah, okay, dann habe ich die zwei Aspekte Arbeit und Freundschaft. Aber gesundheitlich geht es mir gut, da fühle ich mich nicht verloren. Deswegen dir erstmal im zweiten Schritt des Sehens, was ist, dir anzugucken, auf welche Bereiche deines Lebens trifft das überhaupt zu. Und dann kannst du den zweiten Step machen und das sind Baby Steps. Wenn du also den Bereich identifiziert hast, konkreter gemacht hast, dann nochmal in dich reinzufühlen und sagen, ach, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie ursprünglich gedacht, als ich noch das Label alles, also diese Verallgemeinerung darüber gepackt habe. Und dich dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, ich verbinde mich jetzt auch erstmal wieder mit meinem Körper, mit mir selbst, mit meiner Basis. Denn der Körper ist das Ding, was uns durch den Alltag bewegt. Ob du den komplett angenommen hast, so wie er ist oder noch nicht, du hast nur diesen einen Körper. Und der ist natürlich das Resultat deines Lebensstils, der Dinge, die du über ihn denkst. Und das ist der einfachste Schritt, damit anzufangen, und zwar in kleinen Schritten. Und zwar die Verbindung zu deinem Körper, zu deiner Intuition, zu deinen Empfindungen und Gefühlen wieder aufzubauen. Das hilft dir nämlich, raus aus dem Kopf zu kommen und dich mit deiner Intuition wieder zu verbinden. Und bitte, wenn du so ein ungeduldiger Typ bist wie ich, nicht durchdrehen, Baby Steps, Schritt für Schritt. Und da gibt es eine Übung, die mache ich auch bei mir im Seminar, Mastery of Self-Expression. Und diese Übung heißt zum Beispiel Hands-on, also die Hände benutzen. Und am Ende eines Tages einfach wieder in die Körperempfindung gehen, sich mit sich selbst verbinden, hinlegen im Bett, deine Hände zum Beispiel auf deine Oberarme, Schultern, einfach dich spüren, langsam. Das ist nichts Sexuelles, sondern es ist einfach nur, hey, wie fühle ich mich eigentlich an als Mensch? Wo ist es sanft? Wo ist es weich? Wo ist es vielleicht hart? Am Oberkörper, am Bauch, Oberschenkel, hands on. Wirklich dich zu fühlen. Atmen dabei ist ganz wichtig. Kleine Schritte machen und am Ende eines Tages sagen, wow, das ist jetzt Zeit, die ich mir hier gerade für mich nehme. Hands on. Und dich dann zu fragen, wo fühle ich eigentlich gerade was in meinem Körper? Also von den Empfindungen erstmal darüber gehen. Du musst das noch nicht benennen im Sinne von Emotionen, sondern wenn du sagst, hey, das fühlt sich gut an. Wie fühlt es sich an? Warm? Ist es weit? Ist es eng? Ist es kalt? Ist es schwer? Ist es leicht? Also wirklich in solche leichten Beschreibungen reinzugehen, um dich wieder zu spüren. Und wenn du das eine Woche machst, jeden Abend, und wenn du dabei einschläfst, alles super, dann lernst du wieder Verbindung mit dir einfach aufzunehmen. Und du suchst vor allen Dingen nicht im Außen. Und das ist oft, was uns kirre macht. Im Außen passieren so viele Dinge. Wir gucken dann bei anderen. Dann sind wir im Vergleich. Dann denken wir, alle anderen haben es. Ich hab's aber nicht. Könnte das meins sein? Könnte das meins sein? Oh, das ist voll anstrengend. Das findet alles im Kopf statt. Und das nicht im Außen zu suchen. Und dabei hilft Atmen und Hands-on. Und zu sagen, okay, von Augenblick zu Augenblick. Die dritte Sache ist, dir dann während des Tages vielleicht so eine Viertelstunde, 10 Minuten einfach zu nehmen und dir zwei Fragen zu stellen. Was tut mir gut? Und wer tut mir gut? Also wirklich in so simple Dinge reinzugehen im Alltag. Wer oder was tut mir eigentlich gut? Manchmal habe ich den Fokus auf diese Fragen komplett verloren und deswegen hilft, den da wieder hinzulegen und dann zu sagen, ah, okay, um mich zu finden, schaue ich, was mir gut tut und wer mir gut tut. Und wenn du die Fragen nicht sofort beantworten kannst, hast du aber zumindest dadurch, dass du sie dir gestellt hast, den Fokus im Laufe des Tages darin
umgelegt, um zu gucken, ah, guck mal, jetzt bin ich gerade mit der und der Person zusammen. Jetzt fühle ich mich gerade gut. Ach, wow, das notiere ich mir. Und wichtig ist, notiere dir das, ob du das ins Handy notierst oder ins Buch. Das ist einfach, wenn du dich nämlich dann schwer tust und wieder in dieses, oh, ich habe mich verloren, all over Gefühl reinkommst, dir auch deine Notizen wieder zu nehmen. Das ist etwas, an das du dich festhalten kannst. Und natürlich darf es sich auch verändern. Also was oder wer tut mir gut? Und wichtig ist, dass du noch nicht anfängst, zu schnell zu sein und zu sagen, wow, ich will jetzt in die Zukunft gucken, ein Bild, eine Vision von meinem Leben. Das ist nämlich schwierig, wenn du gerade vom Standpunkt aus her dich komplett verloren hast. Das käme dann im übernächsten Schritt, wenn du sagst, wow, ich habe mich wieder, ich weiß, was mir gut tut und jetzt entwickle ich eine Vision von meiner Zukunft. Und nicht so schnell da reinzugehen. Und der vierte Schritt ist, in die Vergangenheit nochmal zu schauen. Aber nicht im Sinne von Aufarbeitung, was ist mir Schlimmes passiert, sondern in die Wertschätzung deiner Vergangenheit zu gehen. Und dich zu fragen, erinnere dich an eine Situation, in der du voll und ganz du warst. Und natürlich, wenn das zum Beispiel eine Situation vor 10 Jahren war, bist du damals ein anderer Mensch gewesen als heute. Und vielleicht waren dir andere Dinge wichtig. Worum es bei dieser letzten Übung geht, und da gebe ich dir noch ein paar Schritte innerhalb dieser Übung mit, die du durchlaufen kannst, Fragen, die du dir stellen kannst, ist zu sagen, ah, ja, natürlich war ich damals jemand anders, andere Dinge waren mir wichtig, aber dann kannst du dich mit dem inneren Gefühl wieder verbinden, als du nicht das Gefühl hattest, du hattest dich verloren, sondern als du bei dir warst, dass du das erstmal wiederfindest. Und das ist die letzte Gedankenübung für dich. Vielleicht machst du dir eine schöne Musik rein und stellst dir ein paar Fragen. Wo und wann war die Situation, wo du vollkommen du warst? Wo du nicht verloren warst, sondern wo du dich hattest, wo du eins mit dir warst, wo du in Stärke warst, wo du dein Ding gemacht hast. Gab es das? Und wenn dein Gehirn dir jetzt am Anfang sagt, nein, gab's nicht, ich finde nichts, relax, es gab was. Und vielleicht ist es erst ein Jahr her, vielleicht ist es 15 Jahre her, spielt keine Rolle. Geh einfach so weit zurück, wo du denkst, ja, hier war ich mit mir irgendwie im Einklang. Da hatte ich zwar noch keinen Plan, aber den habe ich jetzt gefühlt verloren. Aber damals hatte ich nicht das Gefühl von, ich hatte keinen Plan, sondern eine Situation. Und dann mach die konkret. Wo und wann war diese Situation? Also, wie alt warst du? An welchem Ort war die Situation? War die in der Familie? War die mit Freunden? Warst du für dich alleine? Also, wer war mit dir? Was hast du in dieser Situation, um da noch tiefer reinzugehen, dann konkret gesehen, gehört, gefühlt, als du vollkommen du warst? Du zoomst da also so rein wie in so einem Film. Und was hast du damals über dich gedacht in dieser Situation, wo du voll du warst? Was hast du über dich gedacht? Was hast du über andere gedacht? Und vielleicht auch über die Welt. Und wie hast du dich verhalten in der Situation? Was hast du da gemacht? Also die Aktivität. Und was hast du gedacht, wo du vielleicht dazugehörst? Warst du Teil einer Gruppe? Warst du Teil einer Idee, eines Vereins? Wo hast du dich dazugehörig gefühlt? Und jetzt spürst du für dich, du kannst ja diesen Teil des Podcasts auch nochmal zurückspulen und wieder vor und dich da reinbringen. Und jetzt checkst du mit dir ein und du fragst dich in deinem Körper, wo ist denn jetzt dieses Gefühl in meinem Körper? Scan den Körper so von oben bis unten, wo ist das, wie fühlt sich das an? Und wiederhol das. Lass dieses Gefühl in dir einfach wachsen, damit du das in dir fahren kannst.
Und dann gehst du diese Situation immer wieder durch, dass du wie so ein Sicherheitsanker in dir selber kreierst und sagen, ah, das ist also das Gefühl, wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich mich selbst wieder habe und nicht verloren bin. Und dann lässt du es wachsen. Und das kannst du so oft, wie du willst, wiederholen, um einfach irgendwo mal anzufangen und zu sagen, ah, okay, das gab's ja mal in meinem Leben. Und damit will ich dir sagen, das steckt sowieso schon alles in dir. Und diesen Prozess, den wir zum Schluss durchgemacht haben, das ist zum Beispiel ein Prozess aus dem NLP oder aus dem Neuroresonanz Practitioner, für die verschiedenen logischen Ebenen durchzugehen, um dich selbst darin zu verankern. Und das ist der fünfte und letzte Tipp. Wenn du nicht allein durch diesen Prozess gehen willst, dafür sind Persönlichkeitsentwicklungsseminare und auch Coaching gemacht. Zum Beispiel beim Mastery of Self-Expression geht es genau darum, wer bin ich, wie drücke ich mich aus, wie expresse ich mich. Und worauf du da achten kannst, auch bei der Wahl von Seminaren, ist, dass das, wenn es um deine Identität geht, ist meine Empfehlung, vielleicht hast du auch andere Erfahrungen gemacht, aber meine Empfehlung ist es eher in einem kleineren Rahmen zu machen. Also sag mal so bis zu 30 Leuten und nicht nur eine Massenveranstaltung mit 1000 Leuten, sondern wo du wirklich die Möglichkeit hast, dich zu zeigen und gesehen zu werden. Und das machen wir zum Beispiel beim Mastery of Self-Expression. Ich habe dir hier unten auch nochmal den Link reingepackt, wenn du sagst, es interessiert mich, wenn du dazu Fragen hast. Dann schreibt das Team an, denn dafür sind wir da. Das ist Teil unserer Mission, Menschen ein emotionales Zuhause zu geben. Denn wenn du dich wiedergefunden hast im Tun, nicht im Denken, weil mit Denken hat dich ja jetzt auch nicht daraus geholt, sondern im Tun eine Erfahrung machen, im Fühlen, im dich zeigen und vor allen Dingen im Feedback bekommen von einer Gruppe. Weil in deinem Kopf kennst du schon jeden Gedanken, da ist alles gedacht. Da ist keine neue Information mehr. Du brauchst eine neue Information außerhalb deines Kopfes. Und das findet im Seminar statt, wo du dann Feedback bekommst, Gefühl bekommst, wo du dich auch dir selbst stellst. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann kontaktiere uns auch einfach. Dann können wir einfach sprechen, was zu dir passt und was ja einfach für dich in dem Augenblick, wonach du suchst. Und da helfen wir dir natürlich gerne weiter, weil das Teil unserer Mission ist, Menschen ein emotionales Zuhause zu geben. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine Bewertung. Teil den Podcast und danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Und schreib mir natürlich auch, wenn sich sonst in dir was bewegt hat, gerne auf Instagram. Und wenn du eine Frage hast zu Q&A, immer her damit. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.